Man muss auf dem Kirchentag nicht unbedingt über religiöse oder christliche Wurzeln des Grundeinkommens reden, aber man kann es und ich werde es jetzt kurz tun. Fromm hat einen folgenden schweren, schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, das Recht auf Leben, Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Existenzsicherung, gesellschaftliche Teilhabe ist ein Recht, was unter keinen Umständen verwirkt werden kann. Nicht mal unter der Frage, ob der Mensch für die Gesellschaft nützlich ist oder nicht. Also es ist ein unbedingtes Menschenrecht. Wer Menschenrechtskenner ist, wird sagen, Menschenrechte sind niemals bedingte Menschenrechte. Das ist erster Punkt. Und er hat aber noch gesagt, es würde aus dem Schlagwort Freiheit eine Realität machen, dieses Grundeinkommen, nämlich die Freiheit in der Tat, Existenznötigungen sich zu entwinden, die Freiheit auch Nein sagen zu können und die Freiheit, sich demokratisch ohne repressiven System ausgesetzt sein, auf Augenhöhe in die Gesellschaft einzubringen, auch in die Gestaltung der Gesellschaft, hat er auch noch Folgendes gesagt, ein tief verwurzeltes, und zwar in der religiösen Geschichte des Abendlandes, sage ich jetzt gleich dazu noch, verwurzeltes Prinzip wäre das Grundeinkommen. Und dann bin ich in meinem Buch nochmal auf die tief verwurzelten religiösen Geschichten da eingegangen, was meinte denn eigentlich der Fromm damit? Und wir haben uns im Netzwerk Grundeinkommen mehrere Leute, die sich mit beschäftigt haben, also im wissenschaftlichen Beirat des Franz Segbers, jetzt Theologe in Marburg, der faktisch eins sagt, das Thema Grundeinkommen und die Rechtfertigungslehre, also im evangelischen theologischen Kontext, passen wunderbar zusammen. Der Mensch ist gerechtfertigt vor jeder Leistung. Das ist identisch in etwa dem Personalitätsprinzip heißt oder dem Prinzip der Personenwürde in der katholischen Soziallehre, was da sagt, der Mensch als Ebenbild Gottes hat eine Würde, ist ein würdevolles Wesen, Würde und hat was mit Verantwortung und Freiheit zu tun und die materielle Absicherung, mich verantwortbar zu verhalten, also nicht unter dem Druck der Existenzen, der Erpressbarkeit, der Abhängigkeit, diese Würde braucht eine materielle Absicherung, das Grundeinkommen wäre eine solche.